Mit schweren Verletzungen wurde gestern eine 42-jährige Frau in das Helios-Klinikum Aue eingeliefert. Grund dafür war ein Unfall in Eibenstock, Ortsteil Wolfsgrün. Die Frau fuhr mit ihrem Deu am Donnerstag gegen 19.15 Uhr auf der Bundesstraße 283 Richtung Wolfsgrün. Im Einmündungsbereich der Burkhardtsgrüner Straße verlor sie die Kontrolle über den Wagen. Auf regennasser Fahrbahn schleuderte sie gegen eine Verkehrsinsel und einen Leitpfosten. Der Gesamtschaden betrug 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.